kein Sound. Okay, ja, willkommen zurück zu einer neuen Uncut-Runde. Die Aufnahme läuft. Wir schauen das erste Mal heute zu. Es gibt jetzt das Zuschauen-Feature in Custom Games. Man kann sich auswählen, ob man mitspielen möchte, einen Trupp auswählen möchte quasi oder zuschauen möchte. Ich habe jetzt auf Zuschauen gedrückt. Ah! FOV im Flugzeug. Ich kann es kaum glauben. Zum ersten Mal FOV hier im Flugzeug, wo nicht der Arsch von diesem großen Flugzeug mitten im... Doch, man kann Spieler wechseln. Man kann alle Spieler wechseln. Rifle, Jens Knossalla, Luca. Okay, das ist geil. Okay, das ist richtig geil. Es funktioniert. In der Pre-Game-Lobby war es gerade übel verbuggt, da konnte man nicht switchen. Hier kann ich allen zugucken. Okay, das ist geil. Uncut Vortex. Auch gesprungen. Okay, das ist jetzt echt cool. Ich kann jetzt mir erstmal alle Spiele auch anschauen. Das ist geil. Das ist cool. Chico Reports in der Luft noch. Wir gucken hier einfach mal ein bisschen die Leute auch durch. Alle auch schön brav uncut im Clan-Tech. Wichtig. Sie haben was hinbekommen. Ich glaub's auch kaum, ne? Ich kann es kaum glauben. Aber es dauert manchmal richtig lange hin und her zu switchen. Folter Felix. Wo ist Folter Felix gelandet? Diese ganzen scheiß Drohnen, die jetzt hier am Anfang der Runde durch die Map fliegen, ne? Er ist bei Hydroelectric. Eine Sache, die immer noch nicht funktioniert. Man sieht den Ping nicht. Okay, der ist bei Hydroelectric gelandet. Wir gucken dem nächsten zu. Schrottvogel. Okay, das ist aber cool, oder? Das ist cool, dass man hier so hin und her switchen kann. Das ist nice. Schrottvogel hat keinen Uncut im Clan-Tech, den schauen wir nicht zu. Uncut der Düser ist gelandet bei Seraph Bay. Wir suchen hier mal ein bisschen bis Dreamzy mit Z im Clan-Tech. Der ist auch bei Hydroelectric. Wir wissen, dass bei Hydroelectric der ein oder andere auf jeden Fall ist. Aber ich will mal generell gucken. Uncut 30 cm in your mom. Perfekt. Uncut Cracky Opa 69. Okay. Wen gibt's hier noch alles? Aber das ist gut. Das funktioniert erstaunlich gut. Das Einzige, was halt mal wieder natürlich ewig dauert, ist dieses nächster Spieler wird geladen. Uncut loaded. Im neuen Gulag. Ich habe den neuen Gulag noch gar nicht gesehen. Ich habe noch keine einzige Runde Battle Royale gespielt in Season 3 von Warzone 2. Ich habe diesen Gulag noch nicht gesehen. Und Uncut loaded gegen Uncut Intelligence IQ einfach. Was ist das für ein Riesen-Loadout? Riesen-Gulag? Wieso ist der so groß? Oh, und er wird gescheppert. Er wird gescheppert. So, damit ist der tot. Und wir schauen jetzt wem zu? Was passiert, wenn man jemanden zuschaut, der gerade gestorben ist? Okay, dann geht's einfach zum nächsten. Okay. Aber das ist eigentlich ganz nice. Man sieht aber keine Minimap oben links. Wieso sehe ich keine Minimap oben links? Das wäre cool. Das wäre nice. Ah, okay, jetzt sehe ich wieder eine Minimap bei Rifle zum Beispiel. Na gut. Rifle wissen wir, dass er ein guter Spieler ist. Da gucken wir kurz zu, würde ich sagen. Hat auch eine Loadout-Intervention sich schon geholt. Das ist einfach 1:1 die Map aus Feuergefecht. Echt? Okay. Oh. Oh. Oha. Wie schnell. Und jetzt schauen wir Feini Lolo zu. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Aber für Turniere und sowas finde ich das echt cool. Für Turniere finde ich das cool. Drinnen bleiben wegen Ausbruch. Ja, ja. Ich würde immer drin bleiben. Wenn ihr sterben solltet in der Runde, bleibt einfach drin. Ausbruch kann immer kommen. Dann habe ich jetzt aber eine super Idee. Und zwar kann man, wenn Warzone 2 wirklich irgendwann hoffentlich wieder interessanter wird, man kann eigentlich wirklich dann so Ashika-Turniere und sowas veranstalten. Wir können eigentlich so Zuschauerturniere und sowas machen. Auf Ashika Island. Da passen 40 Leute rein, glaube ich, ne? Könnte man sogar Creator-Turniere und sowas machen. Dann kannst du zuschauen und so. Ist eigentlich cool. Das ist eigentlich cool. Ja, Feini Lolo schauen wir einfach nicht zu. Oh, Platin-Sponsor. Hat Jochen Schweizer, glaube ich, gerade genockt. Wenn ich richtig sehe. Hat angeblich noch 0 Kills. Ich weiß nicht, ob die Anzeige verbuggt ist oder ob er wirklich 0 Kills hat. Digga, das Sliden ist so schlecht. Einmal gesagt, sie sehen die Map nicht, schubst du sie da, ja. So, das war der erste Kill. Man sieht leider immer noch nicht den Killfeed beim Zuschauen. Das ist schade. Das ist schade. Er hat jetzt aber den anderen nicht getötet, oder? Nee. Da ist der nächste. Der hatte, by the way, hat er die Weste gedroppt? Droppt er die Weste? Nee. Auf Almasra droppt man diese Zweierweste nicht, ne? Diese Gehärtet-Weste. Gehärtet oder Tempered, das Perk aus Warzone 1 kennt ihr wahrscheinlich noch, dass man nur noch zwei Platten braucht, die dann jeweils 75 extra Leben gibt. Geben, so rum. Und man hat trotzdem genauso viel, ja, Armor quasi, genauso viel Rüstung. Aber
ja, muss ich eben nur noch zwei Platten geben. Sehr, sehr geil. Das gibt's jetzt zu finden, wie damals die Dreierwesten auf dem Boden. Finde ich cool. Und so habe ich mir auch von Anfang an gewünscht. Habe ich von Anfang an gesagt, so, ey, warum gibt es dieses Dreierwesten-System, dass du dir nur zwei Platten geben kannst? Es sei denn, du findest die Dreierweste, dann kannst du dir die dritte Platte geben. Dumme Idee. Ich habe von Anfang an gesagt, einfach die Möglichkeit jedem geben, drei Platten reinzumachen. Und wenn man so eine Weste findet, dann soll es so sein, dass man dann nur noch zwei Platten braucht. Das wäre viel besser. So. Auch mit der Intervention, okay, das ist schon mal sehr interessant. Und die Hurricane als Sniper-Support, auch interessant. Intervention hoffentlich mit One-Shot-Klasse. Immer noch keine Platten beim Zuschauen sehen, ja, stimmt, auch noch verbuggt. Auch noch verbuggt, tatsächlich. Ich würde sagen, wir skippen hier vielleicht mal weiter, weil ich glaube, hier ist erstmal kein Gegner mehr. Vielleicht finden wir jemanden, der in einem Gunfight ist oder so. Muss dann einfach auf die E-Mail warten, ja. Rifle, wo ist Rifle? Oh, am Rande der Map. Nee, nee, nee. Da schauen wir nicht zu. Jens Knossalla wieder. Auch mit Uncut im Clantech, wichtig. Im Gulag. Wieso ist der Gulag so riesig? Das ist ja schrecklich. Das ist ja eine eigene Map einfach. Das ist kein kurzes, kleines Ding, um einen Gunfight zu haben. Dann geht's weiter. Das ist einfach eigene Map. Oh, Knossi. Knossi gegen Uncle Siggi. Was ist das für ein Gunfight? Er geht auf die Flag, er geht auf die Flag. Ja, das ist over. Das ist over, Knossi. Das ist over! Knossi hat verloren. Zuschauer wurde auch nur so halbherzig hingeschissen. Ja, ein bisschen, ne? Das stimmt wohl ein bisschen. Luca Open Field, kommt aber weg. Gibt sich eins, zwei Platten. Digga, jeder sniped, krass. Jeder spielt Intervention gerade. Das ist aber geil. In der Zone gestorben, war zu schnell, bodenlos. Die Zonen wurden auch ein bisschen schneller gemacht, alle. Das stimmt. Dass die Lobbys nicht mehr, also dass die Runden nicht mehr so lange dauern. War der Gegner nicht close gerade? Aber ja, ihr seht's, die Zone ist richtig schnell. Luca muss hier richtig. Oh, oh, Luca. 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 Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ist das scheiße? Ist das scheiße, Luca? Oh mein Gott. Nutten Gulag Steps von Wartenden perfekt zu hören, vom Gegner nicht. Geil. Ist immer wieder nice. Das gab es in Warzone 1 auch immer wieder einfach. Immer noch nicht gefixt. Ist das scheiße? Ist das scheiße gelaufen, Luca? Aber ja, die Zones waren eigentlich nie zu schnell in dem Game. Aber jetzt sind die echt, echt schnell. Formel 1 Zone, ja. Jeder am Snipen nervt einfach nur. Aber das ist auch nicht so einfach. Wenn du One-Shot-Sniper haben möchtest, dann musst du ja Explosivmuni spielen. Dann hast du krassen Bullet-Drop und wenig Bullet-Velocity auf Range. Deshalb ist es schon eigentlich ganz gut gebalanced. Es ist schwierig auf Range damit Shots zu treffen. Finde ich. Stylus, lass mich aus deinem Keller raus. Einfach mein alter PC. Oh, das war... Er spielt nicht Explosivmuni, weil der hat jetzt mit einem HP überlebt. Wenn er Explosivmuni gespielt hätte und den Shot getroffen hätte, was schwieriger ist, dann wäre das ein One-Shot-Headshot gewesen. Huch. Was mache ich jetzt nach den 30 Minuten Zocker auf Xbox? Du kannst auf Xbox eh nicht spielen aktuell. Server sind down bei Xbox und PlayStation. Ich habe, by the way, die ganze Zeit X-Defiant gespielt. Ich hatte keine Lust, Warzone 2 zu spielen. Kein bisschen. Aber heute haben wir Sonntag. Das Zuschauen-Feature ist da. Es gibt auch Ashika Island jetzt in... Wir gehen mal weiter. Es gibt auch Shika Island jetzt in Customs. Das ist auch cool, das werden wir auch gleich noch testen. Aber ich habe die ganze Zeit X-Defiant gespielt und ich gucke hier gerade bei Warzone 2 zu und zum ersten Mal denke ich mir auch wirklich die ganze Zeit schon so, okay, das ist gerade boring. Also ich bin froh, dass ich gerade selbst nicht spielen muss. Uncut Luca wieder, hat sein Gulag scheinbar gewonnen. Ist aber sehr slow hier am durch die Gegend laufen. Zehn Gegner oder? Nein, scheinbar nicht. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wie geht's hier? Kann ich mitzocken bei Uncut-Runden? Jeder kann mitzocken bei Uncut-Runden. Wir machen danach, glaube ich, Ashika Island. Uncut von Helsing. Auch erst ein Kill. Haben wir irgendwo einen Geek oder sowas? Ich will mal ein bisschen mehr Leute noch sehen. Ich gehe mal jetzt bei ein paar Leuten durch noch.
Nächster Spieler wird geladen. Ist ja natürlich geil, wenn das noch flüssiger gehen würde und man richtig. Okay. Wenn das flüssiger gehen würde. Ankan Vortex sitzt auf dem Klo. Was machst du da? Vor allem wo einfach? Hier. Einfach, er sitzt da auf dem Klo. So, wir sehen hier eine Gunfight bei Chico Reports. Oh, so Flinch bekommen. Er spielt Pharah. Mit dem Megascope, was den Abfall berechnet, ist das auch kein Problem mit der Explosivmuni. Stimmt, da auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen. Links oben, Chico! Er ist runtergefallen. Was sehe ich hier? Chico? Was war das für eine Time to Kill eigentlich? Was war das für eine Time to Kill? Hilfe. Man startet da. Lukas tot, sage ich. Nee, ist nicht tot. Ah, nee, ist nicht tot, ist nicht tot. Luca hat das, sage ich. Luca ist tot. Nee, Luca hat das. Luca ist weg. Okay. Luca dodge den Gunfight, da brauchen wir nicht zugucken. Nächster Spieler. Kann es sein, dass immer, wenn ich irgendjemanden zuschaue, dann fängt er wieder von vorne an, ganz links, und ich quasi kann immer weiter nach rechts gehen. Wenn jetzt irgendeiner von denen stirbt, den ich zuschaue, dann fange ich wieder bei der 1 an, oder? Uncut Vortex guckt immer noch ins Klo. Perfekt. Was sehe ich hier? Ashika Alcassus Ultra verbuggt, 52 passen in die Lobby gestern, versucht Turnier zu hosten und jemand hat die ganze Zeit Codes geleakt, sodass zwischenzeitlich über 70 drin waren, wodurch es geisteskrank geleckt hat. Super. Super. Wir testen es gleich mal. Okay, also man kann dann immer nur. Oh! Ah, und jetzt haben wir den FOV-Bug. Hammer. Hammer. Jetzt muss ich erstmal wieder jemand an einem Seilzug hochziehen, damit der FOV-Bug weg ist. Lieben wir. Uncut Vortex hat sich wegbewegt von seinem Klo. Es wäre auch viel geiler, viel cooler, Schrottfokus ist hier ganz weit am Rande der Map, wenn man so eine Liste hätte von Spielern und man da dann durchgehen könnte. Der Düser. Kev Gaming hat den Gegner vor sich. Spielt SPX, die gibt nicht One-Shot, weil die hat keine Explosivmoni, der SPX. Ist bei Fortnite mit so einer Liste, wo man durchgucken kann. Ja, in COD Multiplayer ist es auch so. Oh, Kalli, wenn du mich hörst, nimm bitte diesen, diesen Seilzug da vor dir. Nimm bitte diese Redeploy-Drohne. Bitte, bitte, bitte. Kalli, wenn du uns hörst, bitte mach das, damit wir wieder FOV haben. Bitte! Take it! Oh, bester Mann. Es geht nicht, oder? Doch, es geht. Oh ja. Geil, Kalli. Geiler Mann. Geiler Mann. Wichtig. Dann ist der FOV-Bug damit jetzt wieder behoben. Bombendrohne. Bombendrohne. Loslassen, Kalli. Loslassen. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ja, kriegt ihn aber nicht. Bombendrohne ist eh nicht mehr One-Hit tatsächlich mit Full Plates. Jetzt haben sie auch genervt. Jetzt kommt hier ein Cluster. Was ist das denn? Das ist sie, habe ich ja noch nie gesehen. Ist das, ist das eine One-Shot-MCPR? Der Explosivmuni drauf, werden wir vielleicht gleich sehen im Gunfight. Ironside Tech 56 und MCPR. Ausruf wäre toll, Ausruf wäre lustig, ja. 35 Leute auf die dritte Zone. Bombendrohne war in Ashika immer lustig. Bombendrohne bodenlos. Schrecklich. Gut, dass sie nicht mehr so stark ist. Server sind down. X-Defiant, Lukas auf Konsole. Die müssen erst ein Update rausbringen. Das dauert ein paar Tage auf Konsolen, bis da Updates approved werden.
In ihrem eigenen Launcher auf PC können sie es halt immer machen, ohne Überprüfung. Wir machen Uncut-Runden gerade mit Code im Custom-Game. Nicht mit gleichzeitig suchen per Atomuhr, sondern mit Custom-Game-Code. Tech, V und Victus. Boah, Victus hat mir viel zu krasse Zoom. Ist unten. Auch gerne mal snipen hier. Oh, okay, nice Kill. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich mache die Uncut-Runden gerade so für euch und auch für den Uncut-Upload, aber ich hätte eigentlich viel mehr Bock, jetzt direkt weiter Exify zu spielen. Ich hätte viel mehr Bock darauf. Chris heute Carsten Stahl. Hä? Dauert halt ewig, die Seite, wo man den Code eingibt. Ja, ja. Die ganzen Seiten sind, glaube ich, auch immer noch überlastet. Ich glaube, also die sind natürlich sehr happy, dass sich so viele Leute dafür interessieren, für XDefiant, aber ich glaube, die kommen nicht ganz zurecht mit dem Serveransturm und so. Mein Kalli. Ich möchte Kalli hier in Snipe hitten sehen. Warum leckt die Scheiße jetzt eigentlich gerade so? Ach, warte mal, er hat seine Sniper sogar weggelegt, ne? Na, meins. Wir müssen loslassen, gibt keinen Snipe zu sehen. Oh, RIP, Kali. RIP, RIP, RIP. PC geht wieder, ja, auf PC geht XDefiant. Auf PC funktioniert alles. Da ist gerade einer frisch gelandet, glaube ich, links. Oh, und wir dürfen wieder Uncut Platinum Sponsor zuschauen, also von vorne. Deshalb gucken wir jetzt einmal nach links. Tief Ryan stecken. Tief Ryan stecken. Raphael schreibt auch, es leckt so. Leider gibt es ja den neuen Bug in einem neuen Update, dass oben links immer Latenz 1 bis 3 Millisekunden steht. Das heißt, man sieht nicht mehr, was man eigentlich für den Ping hat. OHS ist hier auch noch am Leben. Jetzt sind es nur noch 23 Leute. Vielleicht können wir jetzt hier schneller hin und her skippen. Wie heißt er? Leaks T-Royn? Ja, 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 okay. Aber es war nicht der einzige, glaube ich. Ich glaube, hier ist noch einer. Ja. Ja, macht er aber gut, macht er gut, macht er gut, macht er gut, macht er gut. Ganz komische Klasse zwar hier mit Rotpunkt und Schalldämpfer und 50er Mac auf der MP5. Und was ist das hier? Das ist so eine vorgebaute, oder? Ist das nicht irgendwie eine aus dem Battle Pass oder so, die Variante? Na gut, wir gucken mal weiter, aber schöner Double-Kill da. Lucifer, da gucken wir jetzt auf jeden Fall zu. Goldene Gasmaske, übelst am rumgeeken, der Mann. Ach du Scheiße. Lucifer, was machst du da? Muss weit außen rummoven, wahrscheinlich, weil er von links sonst geholt wird. Hat eine goldene Gasmaske. Kommt aber in die Zone, oder? Kommt er in die Zone? Ich weiß es gerade gar nicht. Digga, wie er seinen Controller gerade verprügelt. Oh ja, sehr gut, dass er den Fallschirm ziehen kann. Fallschirm ziehen hat ihn gerade das Leben gerettet, auf jeden Fall. Beziehungsweise hat ihn Damage vor Damage bewahrt. So. Eine goldene, ja. Eine goldene. Ich brauche eine neue Rolex. So ein geiler Clip. Ausbruch! Oh mein Gott, wie viele Leute kommen jetzt wieder? Fünfte Zone? Alle müssen auf Lucifer landen. Alle, die gerade zuschauen. 15 Leute schauen Lucifer zu. Ihr müsst auf Lucifer landen. Ihr müsst auf Lucifer landen. Ausbruch kommt! Oh mein Gott! Deshalb sage ich auch immer wieder, bleibt bei Uncut-Runden. Wenn wir den Custom Games machen, bleibt drin. Bleibt drin. Es kann immer Ausbruch kommen. Es kann immer Ausbruch kommen. Und die 15 Zuschauer bei Lucifer, die müssen jetzt alle auf Lucifer landen. Wie viele sind wieder da? 76 Leute, fünfte Zone! 76 Leute! Ah, Lucifer hat das so gehört. Lucifer hat das so gehört, hat sich selbst geprezelt. So, wie viele Kills kann er jetzt hier machen? Da ist Kill Nummer 1. Da ist Kill Nummer 1. Direkt mal smoken. Da landet auch der... Oh mein Gott, da ist so close einer bei ihm. Oh, den kriegt er aber auch. Zweiter Kill.
Aber geil. Deshalb nicht quitten. Deshalb nicht quitten, Chat. Kriegt er den nächsten auch? Den nächsten. Oh! Oh, er wird verprügelt! Er wird verprügelt. Von wem aber? Von wem wurde er gerade verprügelt? Nein, wir sehen es ja nicht jetzt. Dreckiger Dan. Wir schauen uns hier bei Dreckiger Dan kurz zu. Nein, das war nicht so geplant. Zurück, zurück, zurück. Nein, Dreckiger Dan ist tot. Okay, dann bleiben wir ganz kurz auf Platin-Sponsor. Der fährt mit Auto rum. Es, die Hälfte der Leute, die gerade übrigens wieder kamen, sind wieder tot. Sind wieder tot einfach. Aber es sind trotzdem noch 32 Leute auf diese kleine Zone live. Aber hier muss doch viel mehr Action sein noch. Ich skippe immer nochmal. Ryan stecken liegt hier in der Zone. Da passiert erstmal nichts. ONN Optimum ist hier im Wald gelandet. Ich glaube, der müsste bei Ding sein, ja. Bei Platin-Sponsor. Komm, hast du, hast du, hast du, hast du. Hast du, hast du nicht. Schade. Wabu? Wabu auch am Rande der Zone. Uncut chinesische Schriftzeichen. Kann ich nichts mit anfangen, keine Ahnung. Muss hier moven, aber ich glaube, da ist auch niemand mehr. Uncut, Uncut Forever. Das ist natürlich ein geiler Name. Das ist natürlich ein geiler Name. Oh ja! Die Teamen! Ohne Teamen! Uncut Forever, einmal hier bitte exekutieren jetzt. Ohne Team. Ohne Team. Wer sind die zwei Teamer? Affenesser und Uncut Forever. Jungs, Team nicht erlaubt. Wenn wir Duos machen, dann könnt ihr natürlich im Team spielen. So nicht. So nicht. Also ihr müsst euch jetzt gegenseitig töten. Ihr müsst euch jetzt gegenseitig... Was war das? Einer von euch muss sterben. Ihr könnt jetzt hier nicht zusammenspielen. Ihr könnt jetzt hier nicht zusammenspielen. Na perfekt, er stirbt eh. Er ist eh tot. Er ist eh tot. Ich glaube, die wurden... Ja, die wurden gekracht. Martin-Sponsor kann, glaube ich, den Trade hier holen. Ja, perfekt. Ich glaube, die sind eh alle. Die sind alle gestorben gerade. Die sind alle gestorben. Alles gut. Alle gestorben. Aber teamen ist nicht erlaubt, wenn wir Solo-Uncut-Runden machen. Hairhead mit der Bombendrohne. Shield Break. Kriegt auch den Finish. Nice. Ich glaube, das war der aber gar nicht, oder? Auf den er die Bombendrohne geused hat. Wir schauen Hairhead zu. Hairhead, einer der ersten Uncut-Legenden gewesen, die von Anfang an immer bei Uncut-Runden in Warzone 1 schon mit dabei gewesen sind. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Ich sage, er holt die Runde auch. Wobei, er muss moven. Hairhead muss halt moven, ne? Kann hier noch Loot mitnehmen. Da ist noch eine Gasmaske. Aber er hat eine goldene, relativ volle auch. Da ist einer drin. Kurz Platte geben. Oh ne, nicht Platte geben. Starker Push. Hairhead. Nicht schon jetzt. Oh mein Gott, schon. 1 gegen 1. Hairhead gegen. Gegen Mo. Hairhead gegen Mo. Sie wissen nicht, wo sie gegenseitig sind. Mo muss jetzt vorkommen und genau in dem Haus ist Hairhead drin. Hairhead wird ihn gerade hören. Da direkt rechts neben ihn. Was macht Mo? Wie macht Mo das? Okay, das ist aber geil, das Hin- und Her-Switchen hier die ganze Zeit. Das ist geil. Man macht das auch gut. Man macht das auch gut, wird aber abgeaimt. Keine Chance gegen Hairhead. GG's, Hairhead, die erste Uncut-Runde, die du gewinnst, hier, wo wir zuschauen können. Okay, das ist in Endgames aber echt geil. Das ist in Endgames echt geil, dass man so hin und her switchen kann als Zuschauer, muss man schon sagen, ist cool, oder? Das ist schon nice. Das fühle ich sehr. Vor allem, je weniger Spieler live sind, desto schneller kann man hin und her switchen auch, habe ich gerade gemerkt. Very nice. Macher kein Lacher, ja. Hairhead, Macher kein Lacher. Er ist wieder da. Mit S im Clantext. Seit immer einfach. Warum bist du nicht reingekommen? Weil man einstellen kann, dass man Zuschauer ist jetzt mittlerweile, ja. Deshalb steht auch ganz oben Stylus und Rayleigh gerade in einem Team quasi. Wir waren nur Zuschauer. Alle anderen haben mir mitgespielt. Sehr vorbildlich, wie die meisten hier auch Uncut im Clantext haben, muss ich sagen. Ich sag's euch auch, wie es ist, wenn hier irgendjemand Dinkel oder Feind oder sowas im Clantech hat, der wird auch geskippt, ne? Dem wird nicht zugeschaut. Mittlerweile können wir ja auch skippen, deshalb perfekt. Aber sehr gut. Man muss auch COD manchmal loben, ne? Haben sie einigermaßen okay hinbekommen. Perfekt.